kehrt zurück und wird unsere Stadt vom Bösen befreien. Ihr habt alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selby samt ihrem Kind ermordet hat, wegen ein paar lausiger Kronkorken. Der Tod ist hinter dir her, Wayne. Netter Pip-Boy, Bruder. Pass gut auf den auf. Alter, die macht mir Angst. Okay, unsere erste Silver Shroud-Mission haben wir. Radio mal eben aus und hier vorne gucken, was los ist. Ich kann's nicht fassen. Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Ja, ich würde sagen, erstmal nichts. Gut, dann werden wir jetzt mal aus dem gepanzerten Rächer hier. Werden wir Le Silver Shroud machen. Okay, wir büßen ein bisschen ballistisch ein, kriegen aber Elektro dazu und wir sehen einfach cool aus. Waffen. Wir nehmen auch mal die silberne Maschinenpistole. Und schon sind wir Silver Shroud. Eigentlich ein ganz cooles Outfit. Ist halt jetzt nur nicht für alles einsetzbar. Ich hab schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen, aber ein fliegendes Schwert. Okay. Nee, raus wollte ich da jetzt gar nicht. Achso, wir haben noch die falsche Mission ausgewählt. Hier, Silver Shroud. Töte Wayne Delancey. Gut, der hat anscheinend irgendeine Frau umgebracht. Ist das ein Silver Shroud-Kostüm? Hey, ich will dir nicht so nahe. Inklusive des Kindes, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das verdient natürlich eine ordentliche Portion Rache. Aber da ich nicht weiß, wie die Maschinenpistole so drauf ist. So, wo ist hier MacReady? MacReady hat sein Scharfschützengewehr schon ausgepackt, sehr schön. Alter, was ist denn mit dir? Was ist das denn für ein abgefahrener Aufzug? Sieht teuer aus. Vielleicht habe ich ja einen neuen Freund. Miss Selmy getötet, als Shroud sprechen. Deine Verbrechen sind zu lange ungestraft geblieben. Was zur Hölle ist mit dir los? Naja, nichts, was ein paar Kugeln nicht beheben könnten. Ja, das war jetzt leider dein Pech, mein lieber Wayne. Auf die Entfernung kann ich eigentlich nicht viel falsch machen. Ach Gott, der hat ja fast gar keinen Schaden. Einfach mal draufhalten, haben wir ein bisschen Munition. Oh, ist ja nur schon das Tod, ne? Hier kann es ja. Ich hab unser Leben, okay. Viel länger hätten wir es jetzt sogar nicht durchgehalten. Was benutzten die für eine Munition? Ja, die 45er, die gute 45er Munition, ist klar. Munition nehmen wir mal mit, Jagdgewehr nehmen wir mit, Kampfrüstung auch, Metallrüstung brauchen wir jetzt nicht. Achso, Leertaste, Visitenkarte hinterlassen. Was ist mit dir? Kronkorken, Munition, Munition, Jet, Psycho. Gold-Uni nehmen wir auch mal mit und das Geld auch. Hauen uns ein Stimpack rein und schmeißen das Radio unseres Auftraggebers wieder an. Unser guter Freund Jerry ist hier. Ist das Ding an? Hallo? Hallo? Ist an. Wir sind auf Sendung. Oh Mann! Ja. Geht's noch weiter? Einfach toll. Silver Shroud hat schon Gerechtigkeit geübt. Achso, okay. Wurde gerecht. Schleppt ja einiges mit dir rum. Scheiße. Verkauf lieber was davon an Daisy, bevor es dir klaut. Ist der Kerl etwa echt? Davon solltest du ausgehen. Also, Jerry, leg los. Erzähl unseren Zuhörern, worüber wir gesprochen haben. Ja? Voll habe ich Angst. Hey, Jay. Kennst du den Chem-Dealer bei Bobbys? Er verdient sich eine goldene Nase. Er sagt, er hätte einen neuen Markt entdeckt. Kinder. Selbst mit seinen miesen Camps sahnt er noch kräftig ab. Hört ihr das? Ein weiterer Schurke, um den sich Silver Shroud kümmern muss. Alter, das geht ja mal gar warum? Nicht. Mischt dieser Shroud denn jetzt auch im Camp-Geschäft mit? Das geht Nein. ja mal gar nicht. Wir werden nicht zulassen, dass hier jemand Drogen an Kinder verkauft. Ach, da sind wir auch schon. Okay, wir haben gemerkt, die ist nicht ganz so effektiv, die Schrotflinte. Wir sollten vielleicht doch auf unsere altbewährte Bewaffnung zurückgreifen. Hey, sieh einer diesen Clown an. Das hier ist mein Revier-Clown. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Das ist okay. Als Shroud. Verkaufst dein Gift an Kinder, hm? Heute
musst du dich Silver Shroud stellen. Wer bitte? Oh, um Himmels Willen. Hat Ken dich etwa geschickt? Er jammert doch ständig über die armen Kleinen. Was zum Teufel? Also, folgender Vorschlag. Ich zahle dir 50 Kronkorken, damit du nichts sagst. Und mir vielleicht Kent vom Leib hältst. Okay? Ja, nee, ist klar. Hör auf, dein Zeug an Kinder zu Spasti, verkaufen. Sonst spürst du. Alter, wenn ich einen Fettmann dabei hätte, würde ich dem die Atombombe sagt, du bist raus, rektal einführen, dich, ehrlich. Du Arschloch. Mach den fertig. Okay. Oh, die können gut was. Okay. Taktisch unklug. Erstmal futtern wir uns mal eben auf volle Energie. Haben wir noch irgendwas gegrilltes hier? Komm, zack. Scheiß der Hund drauf, da haben wir noch ein bisschen was von. Halte die Hände dort, wo ich sie sehen kann. Ja, ich geb dir gleich halt die Hände dort. Sieh einer diesen Clown an. Das hier ist mein Revierclown. Alter Finne. Ich hab keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Versuchen wir es doch mal mit der Maschinenpistole. Oh, was zum Teufel? Ja, eher weniger. Hör auf, dein Zeug an Kinder zu verkaufen. Okay, jetzt werden wir erst den taktischen Rückzug antreten. Wenn mein Boss sagt, du bist raus, mach ich dich kalt. Du Arschloch. So läuft das. Mach den ich bereinige das. Oh, das Spiel halt ich nicht mehr aus. MacReady im Weg. Na komm. Ich habe mich gerade mit komplett. Ja. Gut. Super gemacht. Eieieiei. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn noch im Petto? Sting, Scharfschützengewehr bringt uns jetzt erstmal auch nichts. Die Kampfflinte. Das Kampfgewehr 46. Das Ding macht ja auch nur 10. Wir versuchen es tatsächlich mal mit dem Kampfgewehr. Und wir steigen nochmal hier ins Gespräch ein. Das hier ist mein Revierclown. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Ja, trotzdem werde ich dir jetzt gleich den Arsch auffressen. So, den Text überspringen wir mal eben. Hör auf, dein Zeug an. Wenn mein Boss sagt, du Arschloch. Gut. Mach den fertig. Na komm. Stimpack. Sind die beiden noch da? Oh ja. Oh fuck, Magazin leer. Okay. Wir hauen uns nochmal ein Stim rein. Und jetzt einfach mal mitten auf den Torso und wir critten mal. Alter, die haben es aber echt in sich. Komm her, da, weil ich es kann. Hier, tak. So. Mutabwehre, Maschinenpistole nehmen wir auch mal mit. Komm her, die Kluft. Wenn du das alles mitschleppen musst, kann ich dir zumindest was abnehmen. Ja, kannst du gleich machen. Guck mal hier, er hat ordentlich was an Drogen in der Tasche. So, du kannst mal hier hey, eben... brauchst du was? Kleidung. Wir geben ihm mal hier diese ganzen Kleinteile. Militärwaffe, das kannst du noch nehmen. Das auch. Schwarze Weste und Hose, die Kappe... Den Rest müssen wir gleich mal gucken, was wir uns nochmal anlegen. Ich glaube, mehr nehmen wir jetzt tatsächlich auch erstmal an Shroud-Quests nicht an. Ich glaube, der Rest führte uns aus Good Neighbor heraus. Wenn das Böse die Straßenpfosten heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute im Gemach.
Achso, ich habe vergessen, die Visitenkarte abzulegen. Schmerz. Sag mir das doch einer. Ekstase. Das kann nur das gemachte Mysterium. Silvershroud bringt Recht und Ordnung nach God Neighbor. Schorken, seht euch vor. Und jetzt eine Eilmeldung. Die du haust vor was Killerin ab? Kendra wurde willkommen zu Hause. Third Rail gesehen. Dieselbe Cleo. Kendra. Jede Waffe, die du hier siehst, bringt dir den Unterschied zu schauen. Hören wir das Radio gar nicht mehr, obwohl der gerade von unserem nächsten Auftrag spricht. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Ja. Sprich mit Whitechapel Charlie. Okay. Machen wir gleich, aber erstmal verkaufen wir hier den Kram, den wir nicht brauchen. Impro-Gewehr brauchen wir nicht. Gehärtete Jagdgewehr. Kleidung, Kampfrüstung, Harnisch. Hier haben wir Leichtbauharnisch. Behalten wir mal, wer weiß, wem wir sie angedeihen können. Rechter Arm, rechtes Bein. Ah, ich muss mal gucken, wegen so einem Inventarmod eventuell, damit man hier... Also das wird linkes irgendwas sein. Linker Arm, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nee, nicht abbrechen. Bestätigen, so. Den Kram brauchen wir jetzt im Moment nicht. Was haben wir denn jetzt? Erstmal können wir das Radio ausmachen, so. Im Third Rail sollen wir nachgucken. Packen wir die Waffe weg. Und gehen mal ins Third Rail, in den Third Rail. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Schauen wir mal. So, der hält uns nicht auf. Ja, Charlie kümmert mich jetzt gerade mal herzlich wenig. Achso, ne, mit dem müssen wir sprechen. Ups. Du stehst mir warte, nicht singen, nicht singen. Oh, ernsthaft? Jedes Mal singt die, wenn ich hier vorbeikomme. Ich weiß gar nicht, wann die mal Feierabend macht. Du siehst aus wie dieser Idiot auf dem Plakat. Was soll der Aufzug? Wir sprechen mal als Shroud. Wo der steht. Silver Shroud. Ich suche eine Schurken namens Kendra. Shroud, hä? Schussel trifft's eher. Mit Kendra ist nicht zu spaßen. Bummt den gleich aus dem Leben. Die Leute, mit denen sie sich abgibt, beißen gern mal ins Gras. Wenn du sie treffen willst, lässt sich gegen eine kleine Gebühr was arrangieren. Na dann. Kann ich wenigstens ein paar Dinge über sie verraten? Aufs Haus? Als Assassine muss man geschickt sein. Kendra ist ein Killer. Und eine Fähige noch dazu. Hör zu. Der Kampfscan zeigt, du weißt, worauf du dich einlässt. Spar dir deine Kronkorken und gönn dir ein Lager. Es na, komm. Ist nicht klug, sich zwischen Silver Shroud und die Gerechtigkeit zu stellen. Muss einfach sein. Achte auf die kleinen Bengel, die sie dabei hat. Ist ein echt zähes Mist. Jetzt habe ich einen nervösen Zeigefinger gehabt. Glück. Irgendwas hat er uns erzählt. Wie spät haben wir denn jetzt hier? Ich weiß, dass diese Truller irgendwann auch mal aufhört zu singen. Wir haben 6 Uhr abends. Komm, wir warten mal 2 Stunden und gucken mal. Mal hört die auch mal auf zu singen. Gucken mal eben so. Warten wir mal bis spät in der Nacht. Wobei das natürlich eigentlich genau deren Hauptbusiness ist, die Zeit. Na komm, Kätzchen, bist du immer fertig? Nicht, okay. Ach. Ja, ja, komm. Warten wir bis mitten in der Nacht. Also ich weiß, dass man die ansprechen kann. Ah ja, und hier kann man die buchen oder so? Ja, ich will doch eigentlich nur hier. Wer ist die Sängerin? Das ist Magnolia, die Blume des Third Ray. Wenn du mehr über sie wissen willst, musst du sie schon selbst fragen. Also, willst du jetzt was bestellen? Ja, komm, wir bestellen mal was. Achso, ja, komm. Third Ray, ist das dein Laden? Was? Nee, Mann.